Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. In Dresden findet derzeit die Jüdische Woche statt. Das Kulturfestival präsentiert ein buntes Programm durch viele Genres. Mit dabei ist auch die kleine Gruppe Anu, ein loser Künstlerkreis aus muslimischen Autoren und jüdischen Israelis mit arabischen Wurzeln, die aber alle in Deutschland leben. Carsten Dippel hat mit ihnen gesprochen. Das ist nicht Kaffee, das ist schwarze Kaffee. Nicht hell? Nein, das ist arabisch. Ohne Kardamom. Hila und Mati kommen aus Israel. Sie gehören zu den sogenannten Misrachim, jüdische Israelis, deren Eltern oder Großeltern aus arabischen Ländern stammen. In der dominanten, aschkenasisch, das heißt europäisch geprägten Kultur, sind die Misrachim in vielerlei Hinsicht schlechter gestellt. In Israel zählen die Misrachim zu einer Art Minderheit. Musa wiederum ist Kurde. Er lebt seit 15 Jahren in Berlin, ist Sozialarbeiter und Dichter. Er trifft seine jüdischen Freunde aus Israel. Nur Gidi fehlt noch. Auch er ist Misrachi. Nun sind alle beisammen. Die vier treffen sich an diesem Abend in Gidis Küche, mitten in Berlin-Neukölln, von dem manche meinen, es sei eine No-Go-Area für Juden. So entspannt und fröhlich hätten die vier weder in Israel noch in einem der arabischen Länder zusammensitzen können. Das ermöglicht für beide Seiten erst der Exilort Berlin. An diesem Abend bereiten die vier ihren Auftritt beim Jüdischen Kulturfestival in Dresden vor, bei dem aus den eigenen Werken gelesen und Musik gemacht wird. Vier Künstler, die etwas verbindet. Ihr kleiner Kreis nennt sich Anu. Das bedeutet auf Hebräisch und Arabisch so viel wie wir. Eine poetisch-musikalische Melange, eine Begegnung. Die Idee zu Anu kam Hila eines Abends, als sie mit Mati zusammensaß und ihm sagte: Ich vermisse etwas. Es ist wirklich schön, diese Gedichte und Poesie zu hören und die Musik, aber warum sprechen wir nicht über was passieren hier? Ja, so diese zwei Gruppen, Juden und Nichtjuden, die von die gleiche Hintergrund kommen. Hila Amit schreibt Gedichte und Kurzgeschichten. Sie spricht fließend Arabisch, lebt seit etlichen Jahren in Berlin. Ihre Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Zwei Länder, in die Hila aufgrund ihres israelischen Passes niemals reisen kann. Durch die festgefahrene politische Situation im Nahen Osten wird Europa immer mehr zum Ort der Begegnung zwischen arabischen und israelischen Autoren. Im Literarischen Kolloquium Berlin hat sich Anu im vergangenen Herbst erstmals einem Publikum gezeigt. Es war wirklich schon ein Abend zu finden, wo Juden und Nichtjuden, so Leute von die gleiche so den Nahost kommen und wir hatten einen großen Tisch mit Essen und Getränke und wir haben nicht nur Poesie und Literatur gelesen, aber auch gesprochen. Und dann wir hatten mit Abdul Qadir Musa gesessen und gesagt, dass wir gehen weiter und wir machen vielleicht mehr Events oder... Abdul Qadir Musa arbeitet derzeit noch an einem anderen, ehrgeizigen Projekt. Er will das Tagebuch der Anne Frank, das seit mehr als einem halben Jahrhundert die Herzen der Menschen auf dem ganzen Globus bewegt und in über 70 Sprachen vorliegt, ins Kurdische übersetzen. Denn das fehlt bislang. Durch Anu hat Musa das erste Mal Kontakt zu Misrachim. Wir haben gemeinsame Geschichte, wir haben gleiche, fast gleiche Biografie. Vertreibung, dann bei mir auch, Vertreibung, aber wegen anderer Gründe. Meine Großoma ist Aramäerin. Oder mein Großvater kommt, ich weiß nicht, aus Iran. Ja, solche Geschichten, die eigentlich ähnliche Geschichten. Und dadurch, wir haben nicht nur gemeinsame Schicksal, wir haben gemeinsame Aufgaben als Autoren, dass wir weiter in dieses Bereich machen. Mati Shmuelovs Großvater floh in den 1920er Jahren aus dem Norden Irans ins damalige Palästina. Seine Mutter wurde in Bagdad geboren und kam kurz nach der Staatsgründung ins junge Israel.
Die Erfahrung, als Kind von Misrachim aufgewachsen zu sein, verarbeitet er in seinen Gedichten. Etwa in seinem jüngst erschienenen Band Bagdad, Haifa, Berlin. Schmuelow schlägt darin einen Bogen zu einer weiteren Migrationserfahrung. Denn er lebt mittlerweile seit 7 Jahren in Deutschland, ist hier verheiratet, hat eine Tochter. Immer Leute hier in Deutschland und in Europa, die Deutschen und Arabische, die treffen mit den Ashkenazi-Juden. Und wir haben andere Stimme und wir wollten zu lesen zusammen. Dann Leute, sie verstehen, wir haben eine Stimme, eine Nahoststimme vor so langer Zeit. Schmuelows Stimme hier in Berlin ist die eines Diaspora-Israeli, der wie viele andere israelische Künstler und Intellektuelle seine neuen Zelte in Deutschland aufgeschlagen hat. Das hat auch mit der politischen Situation in Israel zu tun. Die israelische Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren immer mehr nach rechts gerückt. Viele linke Israelis fühlen sich dort nicht mehr beheimatet. Wenn es die Zeit erlaubt, wird aus der noch losen privaten Gruppe Anu vielleicht einmal ein richtiger Verein. Ihr Traum von einer Nahostunion, und sei es hier im Exil, zieht langsam Kreise. Lyrik ohne Grenzen der Künstlergruppe Anu läuft jetzt im Dresdner Sozietätstheater. In Dresden geht es morgen mit dem jüdischen Ball Gypsy Swing meets Klezmer weiter. Das weitere Programm der jüdischen Woche finden Sie online unter juedische-woche-dresden.de.